Kamillenblütenöl äußerlich angewendet. Ich befinde mich im Buch Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest im Kapitel Haut, Haare im Abschnitt Neurodermitis und andere Ekzeme. Und es werden die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und ich bin angekommen bei Kamillenblütenöl äußerlich angewendet und es handelt sich um einen roten Wirkstoff, der wenig geeignet ist bei der Behandlung von Ekzemen. Ich lese vor. Kamillenblütenöl in Klammern äußerlich. Rot. Wenig geeignet bei Ekzemen, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen wird. Wenig geeignet bei Ekzemen, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Für Extrakte aus der Kamille liegen kaum Studien vor, in denen die Effekte bei Ekzemen und juckenden Hauterkrankungen überprüft werden. Die therapeutische Wirksamkeit von Kamillenblütenextrakt ist daher nicht ausreichend nachgewiesen. Wichtig zu wissen. Korbblütlergewächse wie Kamille können Allergien auslösen. So, das war's auch schon. Es geht weiter mit Nachtkerzenöl innerlich angewendet. So, das ist auch rot, wenig geeignet bei Juckreiz und Ekzemen.